Ja, hallo, ich stehe hier am Stand vom Kornit mit dem Oliver Littke und ja, Kornit feiert Europapremiere mit der HD6, die hier hinter uns steht und der Littke erzählt uns einfach mal ein bisschen was dazu. Richtig, Avalanche HD6, ganz neues System, in Europa in der Tat zum ersten Mal zu sehen. Und worum es uns geht im Kern, ist dem Siebdruck gegenüber konkurrenzfähiger zu werden. Diese Maschine, verglichen mit den Vorgängerversionen der Avalanche, je nachdem, was man genau hat, reduziert den Tintenverbrauch und dementsprechend auch die Stückkosten pro Druck um 30-50%. Das heißt, wenn ich den Digitaldruck jetzt vergleiche mit dem Siebdruck, wo ich im Siebdruck eben Formkosten habe, Siebkosten habe, Rüstkosten habe und unter Umständen 100, 200 Euro ausgegeben habe, bevor ich das erste T-Shirt gedruckt habe, kann ich hier direkt loslegen. Natürlich ist Digitaldrucktinte teurer als Siebdruckfarbe. Siebdruckfarbe, sage ich ein bisschen übertrieben, kostet fast nichts. Deswegen komme ich natürlich in einem gewissen Auflagenbereich in eine Gegend, wo ich im Siebdruck einfach wettbewerbsfähiger bin. Und diesen Punkt wollen wir so weit wie möglich hinausschieben. Das heißt, wir sagen, wir sind kostentechnisch mit dem Digitaldruckverfahren konkurrenzfähig gegenüber dem Siebdruck bis zu 500 Drucken. Oh. Dazu kommt, dass wir an der Tropfengröße am textilen Griff gearbeitet haben, unserer Tinten, wenn sie getrocknet sind. Das heißt, auch von der Haptik, von der Art, wie sie es anfasst, sind wir näher am Siebdruck dran als jemals zuvor. Und dann arbeiten wir noch zusammen, jetzt neu mit der Firma Colorgate, ein namhafter Hersteller von RIP-Lösungen, Farbmanagement-Lösungen, sodass ich dann auch als Siebdrucker eine sehr professionelle Lösung habe, um Farbanpassungen zu machen. Das heißt, ich kann mein digitales System so optimieren, dass es genauso druckt wie auch ein Siebdrucksystem. Das heißt, wir versuchen eigentlich Stück für Stück den Siebdruckern, um es ein bisschen flapsig zu sagen, die Ausreden wegzunehmen, um nicht auf digital umzusteigen. Schön. Ich denke, das gelingt Ihnen gut mit der Maschine, mit der neuen jetzt. Absolut. Ist auch einiges los hier auf dem Stand, wie man sieht. Generell fühlen wir uns ja immer sehr wohl auf der TVP. Das ist sicherlich das namhafteste Event, was wir im deutschsprachigen Raum haben für Textilveredelung. Wir sind auch über unseren Stand hinaus hier auf der Messe sehr präsent. Wir haben noch eine Storm Hexa stehen bei IVM, wir sind mit der Storm 2 bei ESC und sind sogar auch mit einer Breeze bei den Kollegen von Fruit of the Loom. Also mit 4 Systemen, davon 3 industriell und hochproduktiv, sind wir hier sehr, sehr aktiv. Und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, welchen Stellenwert die Messe und natürlich insbesondere auch die deutschsprachige Kundschaft für uns hat. Kornit überall, dann müssen wir da wohl auch nochmal vorbeischauen. Genau. Alles klar. Herr Lüttke, ich danke Ihnen vielmals und ja, schöne und erfolgreiche Messe wünsche ich Ihnen. Danke Ihnen. Danke. Tschüss.